Im Fall der getöteten ukrainischen Soldaten in Oberbayern hat die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Möglicherweise war die Tat politisch motiviert. Der mutmaßliche Täter ist Russe und hat inzwischen ein Geständnis abgelegt. Den Messerstichen soll ein Streit mit den beiden späteren Opfern vorangegangen sein. Der mutmaßliche Täter war betrunken und ist Polizei bekannt. Die beiden Opfer waren ukrainische Soldaten. Sie wurden in Deutschland wegen ihrer Kriegsverletzungen behandelt. Und Marian Grunden aus Murnau zugeschaltet. Marian, der Generalbundesanwalt hat also offenbar die Ermittlungen an sich gezogen. Was sagt das denn über das mögliche Motiv? Ja, du sagst es, die Generalstaatsanwaltschaft, die hat diese Ermittlungen an sich gezogen, weil eben nicht mehr ausgeschlossen werden kann, dass es ein politisches Motiv gibt. Und das ist gewissermaßen eine, naja, zumindest kleine Kehrtwende. Denn der Innenminister hier, Joachim Herrmann, der hatte noch gesagt, dass das nicht zwingend so sei und es eher aussieht wie ein Streit unter Menschen, die alkoholisiert waren und dann der Russe eben zugestochen haben soll und die beiden Ukrainer umgebracht haben sollen. Aber wir schauen uns auch noch mal hier in Murnau das an. Denn hier an diesem Ort, an dem Tatort, an dem wir jetzt hier gerade stehen, sehen wir die Anteilnahme. Die ist gewaltig. Gestern allein waren hier 60 Ukrainer aus einer Unterkunft, die hierher gekommen sind. Auch heute kommen immer wieder Menschen hier an diesen Ort, bringen Blumen hin, verabschieden sich im Stillen und versuchen eben zu verstehen, wie es hier in diesem kleinen beschaulichen Örtchen dazu kommen könnten. Und das immer auch verbunden mit der Angst, dass dieser russische Krieg, dieser Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt eben auch hier hingetragen wird, in einen Ort, in dem Ukrainer immer wieder behandelt werden. Sie werden hier von Nürnberg oder Memmingen zum Beispiel hingeflogen und dann hingebracht, um hier eben behandelt zu werden, wie eben auch diese zwei Ukrainer, die allerdings ihre Behandlung schon abgeschlossen hatten und dann hier noch in einer Unterkunft waren, als es dann eben dann zu dieser schrecklichen Tat gekommen ist. Marian, vielen Dank für diese Einordnung aus Murnau. Dankeschön.